Zum 75. Jahrestag seines Todes von Nikolai Bessarin würdigt das Russische Haus mit einer Reihe von Veranstaltungen den ersten Stadtkommandant von Berlin. Am 24. April 1945 wurde Nikolai Bessarin als erster Berliner Stadtkommandant und Kommandeur der sowjetischen Garnison in Berlin eingesetzt. Damit erhält er die politisch-administrative Verantwortung für die besetzte Stadt. Noch während im Zentrum Berlins gekämpft wurde, begann der sowjetische Stadtkommandant, das Überleben und den Aufbau des zivilen Lebens zu organisieren. Auch organisierte er umgehend die Lebensmittelversorgung, die Instandsetzung der Strom- und Wasserleitung sowie der Straßen. Nur wenige Tage nach der Kapitulation der deutschen Truppen forderte Nikolai Bessarin auf einer Zusammenkunft von Künstlern die schnelle Wiederöffnung der Berliner Theater. In schriftlichen Befehlen versucht er, Übergriffe, Plünderung und Vergewaltigung sowjetischer Soldaten zu unterbinden. Nach nur 50 Tagen im Amt stirbt er bei einem Motorradunfall am 16. Juni 1945. In seiner kurzen Amtszeit hat er eine persönliche Leistung für Berlin erbracht, die über seine Dienstpflicht weit hinausgeht. Now we have here an exhibition which is talking about Nikolai Bessarin, who was he and what he did. And thank you for support of German-Russian Museum Karlshorst, which helps us to organize the exhibition, and they gave us this monument of Bessarin, so you can see right behind me. And thank you for government of Berlin to support not only this project, but the other project which is supporting memory of Nikolai Bessarin. For example, today was open monument in Lichtenberg. And also here in Berlin, you know, we have a Bessarinplatz, Bessarinbrücke, and he is the honored citizenship of City Berlin. Von 1989 bis 1991 war Walter Momper der 11. regierende Bürgermeister von Berlin. Wichtig ist es Ihnen, für die Ehre zu beweisen, mit Ihrer, dass Sie hier sind für Nikolai Bessarin. Ja, das ist ganz wichtig, weil Nikolai Bessarin war ein wirklich herausragender Soldat und Feldherr im Zweiten Weltkrieg gewesen. Er ist einer der Ersten, die nach Berlin gekommen sind. Und er ist Stadtkommandant geworden und hat sich weit über das, was ihm geboten war, hinaus dafür eingesetzt, dass die Berliner Bevölkerung wieder zu essen hatte, dass sie friedlich lebte, dass die Straßenbahnen wieder fuhren und alles, was man so tun konnte in einer völlig zerstörten Stadt. Das hat er gemacht, weit über seine Dienstpflicht hinaus, und dafür ehren wir ihn, weil er eben eine außergewöhnliche Persönlichkeit, ein außergewöhnlicher Soldat war. Es gibt auch sogar Plätze nach seinem Namen benannt. Ja, es gibt Plätze. Er ist ein Ehrenbürger von Berlin. Wir haben im Abgeordnetenhaus eine große Fotografie, die sehr freundlich ihn zeigt, wo er einen sehr sympathisch anguckt. Also klar, es gibt genügend Plätze, wo man sich an Bessarin erinnern kann. Ich bin Botschafter von Belarus in Deutschland, und natürlich in Zeiten von Zweiten Krieg war Belarus ein Teil von Sowjetunion, und das ist eine gemeinsame Gedächtnis, Erinnerungskultur, dass wir heute zusammen mit unseren Partnern von Russland oder Ukraine pflegen. Das war eine große Tragödie für Belarus, weil wir haben fast 3 Millionen Menschen in diesem Krieg vergessen, und deswegen alles, was heute als diese gemeinsame Geschichte, nicht nur in der Vergangenheit, aber auch wie ein Weg nach vorne in die Zukunft, das ist wichtig für uns. Und ich freue mich, dass dieses Jahr, was ist ein Jahr von Jahrestag von Ende von Zweiten Weltkrieg, dass heute zusammen mit Rathaus in Berlin von Behörden. Hier versuchen wir, viele Veranstaltungen zusammenzuführen, wo diese Zeiten, diese wichtigen Botschaften für diese Zeiten auch wahr heute bleiben. Und ich glaube, einige Leute, die auch eine große Rolle gespielt in Ende des Weltkriegs, in Restaurierung, so der Wiederaufnahme von Leben in Europa, in Belarus, in Deutschland, das sind wichtig heute. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von der Berliner Stadt Zelis,
Douglas Fistel und am Piano seine Frau Almut Krauser-Fistel. Wir haben ein Programm zusammengestellt mit Werken, die russische Komponisten und deutsche Komponisten, also passend zum Tag natürlich Schostakowitsch und weniger bekannte Cellomusik, also ein Stück von Georg Goltermann und ein Stück von Karl Davidov. Sie sind zwei deutsche Komponisten, die niemand kennt, aber für das Cello sehr viel komponiert haben und das ist unser Thema. Dann natürlich was von Tchaikovsky musste sein und von Bach. Rachmaninov. Ja, und dann hatten wir von Bach auch einen Satz aus einer Suite von Bach. Mhm. Ja. Wunderschön. Wie lange musizieren Sie schon gemeinsam? Hm. Super lange. Also jetzt wirklich seit 1991. Also wie viel ist das? Jeder kann sich das ausrechnen. Sehr lange. Sehr lange, also fast 30 Jahre. Ja. Sehen Sie mir die Verbindung zu Russland. Sie sind in Kuba geboren und mit 19 Jahren sind Sie dann rübergegangen. Ja, ich bin in Kuba aufgewachsen und in Kuba, für kubanische Verhältnisse, ist das Cello ein seltsames Instrument. Das passt in die Gitarre, bringt man zusammen mit Kuba, Trompete, Klavier vielleicht, aber nicht Cello. Es gibt aber Cellisten in Kuba und die größte Chance für einen Cellist war zu meiner Zeit in Russland studieren zu können und das habe ich über Wettbewerb gewinnen und solche Sachen, habe ich ein Stipendium bekommen und dann habe ich in Tchaikovsky Maskowska, wie heißt das auf Deutsch? Moskauer Tchaikovsky Konservatorium. Genau. Ja, Moskauer Tchaikovsky Konservatorium, das war für mich eine große Auszeichnung. Und zufälligerweise habe ich ja meine Kollegen kennengelernt, die auch. Ja, ich habe, also das muss man dazu sagen, das passt alles so zu dem Tag. Ich bin wirklich die letzte von der DDR geschickte Studentin in Moskau gewesen. Und so haben wir uns dort kennengelernt und ja, sofort. Ja. Der 8. Mai, der Jahrestag der Befreiung. Dementsprechend, wegen der Corona-Krise, konnte er nicht gewürdigt werden. Schmidt, wie wichtig ist es für Sie, hier teilzunehmen zur Ehrung von Nikolai Bersarin? Ich möchte einfach damit beginnen, dass der Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus für mich eine unglaublich große Bedeutung hat. Und ich habe mich sehr gefreut, dass wir als Abgeordnetenhaus beschlossen haben, dass wir in diesem Jahr den 75. Jahrestag der Befreiung nutzen, um den 8. Mai zum Feiertag zu machen. Nun hat uns die Corona-Krise einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir konnten diesen Jahrestag nicht so würdig begehen und feiern, wie wir es wollten und wie es dem Anlass angemessen gewesen wäre. Und umso mehr freue ich mich, dass es heute mit dem 75. Todestag von Nikolai Bersarin einen Anlass gibt, trotzdem an dieses Ereignis zu gedenken. Ich finde auch den Rahmen sehr schön, sehr würdig, sehr angemessen, weil Nikolai Bersarin war eine ganz besondere Persönlichkeit und ich freue mich sehr, dass er einen festen Platz auch unter den Ehrenbürgern der Stadt hat, weil ein Militär, der so schnell zu einem zivilen Bürgermeister wird, mit Herz, mit Verstand, mit unglaublich gut strukturiertem System, ist schon nicht so ganz gewöhnlich und von daher ist es eine wunderbare Gelegenheit gewesen, heute an Nikolai Bersarin zu gedenken, aber eben auch nochmal an den 75. Jahrestag der Befreiung, der gerade für Berlin eine besondere Bedeutung hat. Und für Sie persönlich ist es auch eine große Bedeutung, hatten Sie gerade in der Rede gesagt. Für mich ist es auch deshalb nochmal wichtig, weil ich weiß, dass gerade wir als Berlinerinnen und Berliner eine besondere Verantwortung haben gegenüber Russland und gegenüber den vielen, vielen Menschen, die ihr Leben gelassen haben, die ermordet worden sind, um Berlin, um Deutschland zu befreien vom Hitlerfaschismus und ja, auch im Zusammenhang mit Europa. Ein Europa ohne Russland wird nicht funktionieren. Und deshalb wünsche ich mir und deshalb werde ich mich auch dafür sehr einsetzen, dass wir wieder ein gutes Verhältnis, ein sachliches, ein angemessenes Verhältnis zu Russland entwickeln. Und Nikolai Bersarin ist für mich so eine Verkörperung von gutem Verhältnis zwischen russischen und deutschen Menschen. Und ich wünsche mir, dass wir da wieder hinkommen. Die Ausstellung im Russischen Haus der Wirtschaft und Kultur ist noch zu sehen bis zum 30. September. Weitere Infos gibt es unter www.russisches-haus.de.